Recht und ihm gerecht Innsbruck. Heute Freitagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, sind wir da am Südring, wo diese Demonstration von Friday for Futures oder der letzten Degeneration stattfindet. Die marschieren da über den Südring, blockieren alles. Wir haben bei der Behörde nachgefragt, das kann man denen gar nicht verbieten. Das heißt, das muss genehmigt werden. Ein großes Aufgebot von Polizei. Natürlich dementsprechend der Stau des Verkehrs auf einer der Hauptverkehrsadern Innsbrucks. Und was erreichen sie? Genau gar nichts. Weil, wie schon gesagt, ganz Österreich hat 0,2% Einfluss aufs Weltklima. Das heißt, ob die da marschieren oder nicht, ändert an der Sache genau gar nichts. Ich würde sagen, die sollten scheinbar die Luft zum Arbeiten hernehmen, als wir zum Demonstrieren. Aber schaut sie sich einmal an, das sind die typischen Grünen und Willi-Wähler. Und wenn es das zukünftig in Innsbruck weiter im Hamm wählt, dann wählt es die Grünen. Und wenn die Vernunft einkehren soll, dann wählt es wem anderen. Auf alle Fälle, letztendlich, die marschieren vollkommen umsonst. Gescheiterweise würden sie der normalen Arbeit nachgehen, als wir da auf der Straße rumzulaufen und die Leute zu laufen. In diesem Sinne, macht es gut. Kein Verständnis für diese Klimakoten. Servus Innsbruck und Servus Tirol.